rein. Oh, jetzt haben wir da schon wieder. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, dass Sie aushelfen. Ist eine delikate Angelegenheit und wir brauchen Hilfe von vertrauenswürdigen Leuten. Wir müssen noch eine Menge für den Präsidentenbesuch vorbereiten und haben nicht viel Zeit. Wenn es losgeht, haben wir einen strikten Zeitplan. Bereit? Gut, der Präsident kommt erst morgen. Erholen Sie sich. Ich gebe Ihnen morgen früh eine Einweisung. Das ist doch ganz schön ferngesteuert, okay. Freut mich, dass Sie kommen konnten. Die meisten meiner Männer sind schon im Dienst und draußen beginnt sich auch schon die Menge zu sammeln. Wir haben heute viel Arbeit vor uns. Fragen Sie, aber fassen Sie sich kurz. Mach ich. Die Legion wird auf jeden Fall etwas versuchen, aber wir haben keine konkreten Hinweise. Ich erwarte fast schon einen direkten Anschlag. Aber aufgrund der Umstände kann es auch etwas Subtileres wie Sabotage sein. Da wir aber nichts Konkretes haben, müssen wir auf alles achten, was uns verdächtig vorkommt. Die Sicherheitseskorte besteht aus Rangern, die hier am Staudamm stationiert sind. Einige behalten die Menge im Auge, andere die Umgebung. Scharfschützen sind in Schlüsselpositionen in Stellung und wir haben eine besondere K9-Einheit, die die Menge ausschnüffeln soll. Wir haben den Zugang zu kritischen Positionen wie der Landeplattform auf dem Besucherzentrum abgeriegelt. In Ordnung, Sie haben freien Zugang. Wir vertrauen Ihnen, also dürfen Sie Ihre Waffen behalten. Machen Sie nichts allzu Verrücktes und wir helfen Ihnen. Ich habe hier einen vollständigen Terminplan. Bitte sehr. Jemand wie Sie? Ich bin froh, Sie an Bord zu haben. Tun Sie, was Sie können. Sicherheitskontrollen, reden Sie mit den Leuten, halten Sie die Augen offen. Okay, keine Ahnung. War das alles? Dann mal los. Präsident Kimball kommt gleich. Wenn Sie noch eine Sicherheitsprüfung durchführen oder nach Auffälligkeiten suchen wollen, dann tun Sie es jetzt. Sobald Sie bereit sind, treffen wir uns draußen auf der Aussichtsplattform. Aber beeilen Sie sich. Raus. Ja, ich muss rein. Oh mein Gott. Ich hasse das Ding.
Guten Morgen. Haben Sie die Sicherheitsprüfung abgeschlossen? Nun, dann beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Ach so. Ihnen ist der Durchgang gestattet worden. Fuck, wie soll ich denn den finden? Ich habe im Moment keine Zeit zum Reden. Solange ich hier bin, wird dem Präsidenten nichts passieren. Zum Glück habe ich heute frei. Ich bin so aufgeregt, weil der Präsident kommt. Das wird großartig. Zum Glück habe ich heute frei. Hallihallo. Er wird eine große, tolle Rede vor den Soldaten halten, die hier am Staudamm stationiert sind. Ich freue mich schon darauf. Er scheint so ein netter Kerl zu sein und ich darf ihn treffen. Er verleiht mir einen Orden. Keine Ahnung warum. Ah, nee. Ich erledige nur meinen Job, wie die anderen Jungs. Ich freue mich aber trotzdem. Meine Mama hat immer gesagt, dass man nicht mit Fremden reden darf. Aber sie scheinen nett zu sein. Meine Mama hat mich auf einer Farm gelassen, als sie sammeln ging. Sie kam aber nicht mehr zurück und der Eigentümer hat mich rausgeworfen. Jemand hat mich gefragt, ob ich der RNK beitreten möchte. Und ich sagte, ja. Jetzt ist die Truppe meine Familie. Hier ist es schön. Alle sind so nett. Tschüss. Sag das Leiter hoch. Wo ist die Leiter? Alles klar. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückziehen. Wir müssen nach allem Verdächtigen Ausschau halten. Gehen Sie weiter. Ist er das? Hier oben rein komme ich nicht. Wo ist jetzt die Leiter? Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Haben Sie die Sicherheitsprüfung abgeschlossen? Ja. Nun, dann beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Die Quest heißt Wildcard der Feinschliff. Sie verziehen sich besser. Ah, da ist er. Oh nein, nicht schon wieder. Keine Ahnung. Ich bin da hochgegangen und ich habe überall Zugriff. Keine Ahnung. Ich muss nochmal neu laden. Warum?
Solange ich hier bin, wird dem Präsidenten nichts passieren. Sie verziehen sich besser. Was ist denn mit dem? Sie verziehen sich besser. Das muss doch der sein. Ah, okay. Gut, dann ist es der doch nicht. Oder was darf ich? Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung. Hey, über Sie habe ich schon Gutes gehört. Was kann ich für Sie tun? Danke. Wir arbeiten noch nicht lange zusammen, aber er ist ein cleverer Hund. Ich weiß nicht so recht. Wissen Sie was? Ich glaube, er bleibt am besten bei mir. Nein, mir ist noch nichts Seltsames aufgefallen. Meinem Freund hier auch nicht und der hat eine Nase für sowas. Wiedersehen. Mhm. Was mache ich jetzt? Weil ich scheitere, wenn ich jetzt fertig bin. Das ist bei dir. Bei mir. Tatsächlich bei mir. Na, aber hast du was gefunden? Also nicht zum Mikrofon, ist klar. Aber ich könnte wetten, der ist es, ne? Findest du was? Ich brauche einen Hinweis. Kannst du mir irgendwas sagen? Hast du schon was gefunden? Weil ich weiß es im Moment überhaupt nicht, was ich machen soll. Okay. Weißt du was? Dann geh da halt drauf. Ich frage mich, worüber Präsident Kimball wohl heute sprechen wird. Was ist er? Seltsam. Warte mal, wir. Hallo. Haben Komm. Sie die Sicherheitsprüfung abgeschlossen? Sieht aus, als ob sein Vertibird jetzt reinkommt. Es geht los, also verpatzen Sie es nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss die Sicherheitsvorkehrungen überwachen. Da ist der Vertibird. Nicht da oben drauf, oder? Hä? Hi. Sie verziehen sich besser. Ich danke Ihnen, Colonel Ruhr. Und auch Ihnen, liebe kalifornische Mitbürger.
die sie dem Aufruf unserer Republik bis hierhin gefolgt sind. Sie ist es, deswegen ich hier bin. Und ihnen verlassen sie sich besser, dass dies möglich ist. Wir genießen unsere Privilegien, weil sie bereit sind, das Größte aller Risiken auf sich zu nehmen und das Edelste aller Opfer zu bringen. Frauen und Männer wie Private First Class Jeremy Watson machen es möglich, dass Nevada und die Republik Neukalifornien frei und sicher bleiben. Ich habe im Moment keine Zeit zum Watson, der in einer weltlichen Hütte am Rande von One Pine, das er in der Welt erblickte, hatte wahrhaftig kein leichtes Leben. Sein Vater arbeitete als Karawanenmacher und seine Mutter wagte sich, wie viele Kalifornier, als Prospektorin in die Ruinen der alten Welt. Sie litten unter Wasserknappheit, Radar, sie verziehen sich besser. Lass mich in Ruhe. Und sie sind in Stadt, wie unsere mächtige Sierra Nevada. Doch es kam die Zeit, als sie die Last nicht mehr allein tragen konnten. Vor 12 Jahren rief sie um Hilfe. Und die Nation erhörte sie. Soldaten und Ranger wie sie folgten dem Plan der Kriegsverfahren. Okay, ich hab da was gesehen, da ist was runtergefallen. Ich nehme mir das auf meine Schulter. Und am Owens Lake lösen wir unsere Ja, das ist es. Ich hab da auch einen runterfallen sehen. Was machen Sie hier oben? Immer mit der Ruhe. Ach du Scheiße. Okay. Sie gehen vor. Wir tun die Lampen. Und obwohl viele unserer Brüder und Schwestern dann auf dem Schlachtfeld sind, das bilden wir Stadt. Vor 10 Jahren kamen Chief Lillies und Vertreter der Wüsten-Ranger zusammen und handelten die Klauseln des künftigen Ranger-Vereinigungsvertrags aus. Der Vertrag war mehr als eine Resolution, um die Wüsten-Ranger der Republik willkommen zu heißen. Er war das Versprechen, Süd-Nevada zu schützen vor Caesar's Legion und der Tyrannei seines Regimes. Zu Hause werde ich manchmal gefragt, aber wen beschützen wir da eigentlich? Was kümmert uns denn Nevada? Manchmal vergessen wir, dass das Licht unserer Gesellschaft über unsere Grenzen hinausscheint. Manchmal halten wir unsere Privilegien, die unsere Vorfahren so hart erkämpfen, für selbstverständlich. Wir Kalifornier müssen stets gewahr sein, dass unsere Prinzipien uns begleiten, wo immer wir auch gehen und stehen. Respekt, Schutz und Vertretung der Rechte eines jeden gleichermaßen im Einklang mit den Gesetzen einer gerechten Republik. Dasselbe Feuer brannte schon in den Herzen der alten Welt. Ist jetzt gut, oder? Wir sind die Erben dieser Zivilisation. Als Fackelträger ziehen wir gen Ost, in die Dunkelheit dieses verwüsteten Landes. Als die Republik die Männer und Frauen Kaliforniens aufrief, die Fackeln durch die Bukhave zu tragen, da antwortete Jared Watson. Sie antwortete. Sollten Sie nicht nach Verdächtigen Ausschau halten? Verdammt nochmal! Ich kann nicht glauben, dass die Legion tatsächlich jemanden an der Sicherheit vorbeibekommen hat. Gut, dass Sie ihn erwischt haben. Ich lasse ein Sicherheitsteam die Gegend durchsuchen. Mal sehen, ob die Legion noch mehr Überraschungen für uns parat hält. Ich sage auch die Rede des Präsidenten ab. Wir lassen ihn von einem Team direkt hier rausbringen. Das ist erst gelaufen, wenn er in Sicherheit ist. Gemeinsam trugen sie die Last. Und als Pierce Watsons Zug bei Fort Hope angegriffen wurde, da riskierte er alles. Okay.